Ja, da brauchen wir also eine Katze für, aber ja, Wasser in dem Gegensprechanlage. Nee, es klappt so nicht. Ja, hier können wir nichts mitnehmen, den Globus. Oh, okay. Ja. Diese Technik ist voll für die Katz. Hier ist eine Nachricht vom Bürgermeister von Busa Westrock angekommen. O-O-I-C-U-R-N-E-D-O-T. Auf der Tastatur oder der Telefonist hat sich beim Abtippen geirrt. Ja, eine Uhr. Oder zumindest etwas Uhr-ähnliches. Oh, ich sehe eine Uhr. Wahrscheinlich die einzige Uhr in ganz Kubak. Außer die, die da über dem Rathaus-Dings hängt. Eine Uhr. Nimm. Na komm schon. Na komm, ruf aus. Na komm. Was sagt er? Na, komm, komm. Nice. Lange Finger, leise Treter, Rufus war der Übeltäter. Und wir haben eine Uhr. Ganz schnell weg, bevor er das bemerkt. Hier schnell raus, bevor der Bürgermeister aufwacht. Eine Uhr. Ich glaube, die Post hat auf. Potsdamer! Du hast recht. Damit hast du nicht gerechnet, was? Nee, Nö. hä? Nö, damit hat's nicht gerechnet. Die Lotti. Hallo, Lotti. Du schon? Du schon wieder? Von wo aus kann ich ein Funkgespräch führen? Da sprichst du am besten mit dem Telefonisten. Und wo Ich finde ich verschwinde. den? Lass dich nicht aufhalten. Den Telefonisten in der Poststelle. Die Poststelle, jau. Da wären wir angekommen. Ein Postbot. Hi. Bitte nennen Sie Ihr Anliegen. Ich habe hier gerade Katzen gelesen, aber da steht Kratzen. Wir fragen trotzdem mal. Was ist denn das für ein Kratzen? Kommt das etwa da aus dem Kasten? Das sind die Ersatzpostkatzen, die da kratzen. Das Kratzen in dem Kasten kommt von Ersatzpostkatzen? Es ist der Ersatzpostkatzenkasten. Krass. Aha. Ersatzpostkatzen, wie putzig. Und sehr nützlich. Ich muss die Postkatzen wechseln, wenn sie schmutzig werden. Und den Ersatzpostkatzenkasten musst du nicht putzen? Doch, aber nur mit Putzmittelersatz. Das ist sehr lästig. Und wohin packst du die putzigen Ersatzpostkatzen, wenn du den Ersatzpostkatzenkasten putzt? In den Ersatzpostkatzenkasten Putzmittelersatzsack. Potzdonner. Oje. Ich möchte einen Nachsendeantrag stellen. Ersatzpostkatzen. Ersatzpostkatzen. Ich wohne in Zukunft in Elysium. Selbstüberschätzungserror. Sei mal nicht so fies, Rufus. Der schafft das schon. Von wo aus kann ich funken? Ausgehende Funkgespräche können von jedem angemeldeten Privatgerät aus geführt werden. Wo finde ich denn so ein angemeldetes Privatgerät? Berechtigte Es ist Frage. kein privates Fernsprechgerät für Außerortsgespräche registriert. Was soll denn das Ihr heißen? seid Leute. Man muss doch irgendwie nach außen funken können. Nicht von einem privaten Gerät aus. Nicht von Deponia aus. Sind denn andere
Fernsprechgeräte registriert? Es existieren 3 Registrierungen für Innerortsgespräche. Eine Anlage befindet sich im Büro von Bürgermeister Lotek. Eine die haben wir ja schon gesehen. Des Rathauses. Die dritte Anlage ist das Notrufsystem der Notfallstation. Aber von da aus kann man nur interne Gespräche führen? Na, perfekt. Ist das da oben, wollte ich gerade mal sagen, da oben in dem Kämmerchen, was da oben flimmert, was da dunkel und wieder hell wird, ist das da auf dem Boden so ein Specht? Da gibt es doch diese, das sind doch diese Swip-Spechte, dieses physikalische Experiment. Wisst ihr, was ich meine? Da gab es doch dieses, was da so an der Flasche, das gab es so eine abenteuerliche Apparatur, wo man halt so ein bisschen, glaube ich, mit so ein bisschen Wasser so ein bisschen den Vogel trinken lassen konnte durch irgend so ein Experiment. Genau so einer ist das. Mann, bist du langweilig. Ich meine, macht dir der Job überhaupt Spaß? Definieren Sie Spaß. Also bei mir ist ja der Roboter. Und Malz verloren. Das Spaß ist ein Roboter. Spaß. Wenn jemand vor deinen Augen in eine offene Müllgrube fällt oder sich aus Versehen den Fuß anzündet. Zerstörung ist Spaß. Ja, wenn es nicht dir passiert. Zerstörung. Ich mag es, die Luftblasen in der Knickerfolie zu zerdrücken. Ist das auch Spaß? Wenn es dir gefällt. Leider brauche ich die Knickerfolie immer nur, um Pakete mit kleinen Gütern aufzufüllen. Irrtümlich in Paketen der Frankierungsstufe 3 gelandet sind. Und das passiert so gut wie nie. Aber wenn es passiert, dann ist hier bestimmt Party. Definitiv. Knickerfolie. Ich mag auch Knickerfolie. Leider brauche ich die Knickerfolie immer nur. Ja, hatten wir schon. Hatten wir schon. Und das passiert so gut. Ersatzpostkatzen, wie putzig. Und sehr nützlich, ich muss die Postkatzen wechseln, wenn sie schmutzig werden. Und den Ersatzpostkatzenkasten musst du... Doch, aber nur... Und wohin packst du die Putzmittel? In ja, den Ersatzpostkatzenkasten, Putzmittel, Ersatzsack. Ja. Gibt es denn gar keine Essener dabei? Okay, das hatten wir auch schon. Bis später. Wir schauen uns hier noch ein bisschen um. Fehler. Eine Schublade. Dann halt nicht. Nee, ist kein Fehler. Das muss so. Auf den Hochposten. Oh, hallo, Herr Telefonist. Hey, Uhu, hallo. Hm? Ja, was gibt's? Was macht die Arbeit? Ist alles ruhig. Bis auf diese sonderbaren Funkrufe von diesem Klitus oder so. Oh, mit dem müssen wir reden. Klitus? Der Funkspruch war für mich. Ich muss dringend mit ihm sprechen. Keine Chance, Alter. Die Funkstation ist nur für Angestellte der Post. Du solltest eigentlich nicht einmal hier oben sein. Ich müsste dringend mal funken. Aha. Und was hat das mit mir zu tun? Naja, du hast ein Funkgerät. Finger weg! Dieser Apparat ist nur für Postangestellte. Du kannst meinetwegen funken, bis dir der Schaum aus dem Ohr läuft. Aber nicht von diesem Gerät aus. Capito? Das heißt, wir müssen den irgendwie loswerden. Knatsch. Der Bauern knatscht. Natürlich. Von wo aus kann ich denn dann funken? Geht das um ein Ortsgespräch? Nein, extern. Viel Glück! Außer diesem Apparat gibt es nur noch das Backup-System im Tresorraum der Poststelle. Na gut, Backup-System. Du willst in den Tresorraum einbrechen? Ich glaube, langsam ist es klar, was man über dich sagt. Du leidest wirklich an Selbstüberschätzung. Wieso leiden? Wer leidet denn? Na gut, alle anderen leiden unter deiner Selbstüberschätzung. So und nicht anders. Ja. Kann ich jetzt funken? Nicht von diesem Apparat aus. Wirst du nicht mal müde? Ha, willst du mich aufziehen? Das hier ist Kuwak. Ich habe alle Ruhe der Welt. Wovon sollte ich müde werden? Vom bescheuert Aussehen. Kann ich denn wenigstens die Kopfhörer ausborgen? Spinnst du? Die brauche ich für meine Arbeit. Mhm. Aber nicht Tauben hast du da. Unsere Brieftauben? Es sind
sind schöne Tiere, nicht wahr? Wenn man Infektionskrankheiten mag. Wusstest du, dass sie sich am Erdmagnetfeld orientieren? Wirklich? Oh. Woher weißt du das? Ich habe ihnen starke Elektromagneten um den Hals gehängt. Und schwupps sind sie in die falsche Richtung geflogen. Ja. Ach. Ja, direkt auf diesen rostigen Metallberg dort zu. Du hast hier oben wirklich nicht viel zu tun, oder? Nö, aber ich gehe da mal. Ich hab da sowas wie ein Magnetfeld. Erdmagnetfeld. Ich hab da noch was hier. Ein kleines Erdmagnetfeld. Tauben. Aha. Okay. Da haben wir jetzt das Ding reingebaut. Also, die Tauben orientieren sich am Erdmagnetfeld. Dann wollen wir doch mal sehen, was passiert, wenn ich hier ein wenig dran rumregle. Ich liebe es, Gott zu spielen. Rätsel. Planus Rundticker. Wo kann ich denn noch hin? Nur hier beiden. Ich muss alle auf Einklang bringen oder was? Ja, das dreht sich ja wild herum. Ach, das kann ich auch drehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Ja. Müssen wir alle drei voll kriegen, oder? Vielleicht bringt mir das ja was. Aber wie, was, wo, das geht doch, das geht das? Ja, okay, alles klar. Vielleicht bringt mir das ja. Ich lass das mal erstmal so. Und schau mir mal. Klappe an. Ein Ersatzpost. Katzen. Eine Katze. Ich quäle keine Tiere und im Gegenzug helfen sie mir dankbar bei meinen Experimenten. Aha. Eine Katze in einem Laufrad. Süß. Sie läuft aber nicht. Oh, noch eine Kätzchen. Man lässt eine Katze die Briefmarken lecken? Na, wenn die mal keinen Mist baut. Ein bisschen zu langsam oder ein bisschen zu schnell und die Lieferung ist gleich falsch frankiert. Tja, können wir die denn narkotisieren? Stimmt, sie sollte wirklich mal einen Gang zurückschalten. Komm, Kitty, Kitty. Oh. Wie entspannt sie auf einmal ist. Das können wir tatsächlich. Und dir ein bisschen Kaffee geben. Stimmt, sie könnte wirklich mal ein bisschen mehr Gas geben. Komm, Kitty, Kitty. Oh, Hey. Der Kaffee lässt sie schneller arbeiten. Ich sollte Projektmanager in einer Computerspielefirma werden. Mhm. Na. Das klingt doch nach einem Rätsel. Dazu müsste man das Ganze erstmal in Betrieb nehmen. Bevor da nichts passiert hier oben, bevor da hier bei dem Bot nichts passiert, kann hier unten nichts laufen. So sieht's aus. Das sieht aus wie eine Kurbel. Die kann man nicht zufällig drehen. Ja. Gut. Dann habe ich soweit auch keinen Plan mehr. Fehler. Dann halt nicht. Ja, Ersatzpostkatzen in Ersatzpostkatzen knappen. Ja. Soweit so unklar.